Hallo zusammen und willkommen in Subway Town. Wir müssen uns außerhalb der Stadt umsehen, und zwar benötigen wir dafür ein neues Fahrzeug, denn der Caprino, den wir haben, der scheint offensichtlich nicht so ganz geeignet zu sein, gegen die ganzen Regierungstruppen und sonstigen Banditenfahrzeuge vor der Tür gewappnet zu sein. Also der scheint da ein bisschen schwach auf der Brust. Von daher hieß es dann, wir sollen uns mal umschauen hier unten, ob wir hier nicht vielleicht Rennen gewinnen können gegen Starkey. Er schon wieder. Hey, na, wenn das nicht mein alter Rennkumpel ist. Lust auf die nächste Klatsche, Loser? Ey, du Freak, die letzte Klatsche hast du wohl du kassiert. Ich hab die abgezogen im Wellspring. Penner. So. Hab dich noch nie gesehen, bist du neu hier? Na dann, hallo, willkommen bei Sparky. Hier gibt's die besten Autoteile und Upgrades diesseits von Capital Prime. Bei mir bekommst du alles, um deine Karre härter, sicherer und vor allem natürlich schneller zu machen. Kannst dir alles in Ruhe reinziehen. Ja, schon nicht so schlechte Sachen. Allerdings habe ich natürlich auch keine Rennscheine mehr, also nicht wirklich. Schönen Tag noch. Mach's gut. Hab gehört, die Regierung könnte hart gegen Rennen im Ödland vorgehen. Es heißt, dass General Cross in ihnen ein gesellschaftliches Übel sieht. Kannst du das fassen? So, na, dann schauen wir mal, ob wir Starkey wieder abziehen können. Um es etwas spannender zu machen, falls du mich schlägst, kriegst du meinen Monarch. Na, hol ihn dir. Ist die geilste Schüssel, die es gibt. Was? Wie kannst du so ein Angebot ablehnen? Wenn du bereit bist, bin ich's auch. Wahrscheinlich gewinne das zweite Rennen gegen Starkey. Meine Damen und Herren, Banditen und Mutanten, Freunde. Ja, Starkey zu schlagen ist einfach. Überhol ihn einfach und lass ihn dann nicht mehr vorbei. Ja, nee, ist klar, ne? Problem ist, ich kenne die Strecke überhaupt noch nicht. Könnte ein bisschen problematisch werden. Okay, Moment, hier geht's rechts lang. War gerade völlig verwirrt. Moment. War ich auch noch richtig? Ich habe so das Gefühl, ich bin gerade irgendwie falsch gefahren. Oder auch nicht. Ist aber sehr verwirrend ausgeschildert. Wahrscheinlich werde ich gleich disqualifiziert und habe gar kein Auto mehr. Das wäre natürlich ein bisschen krass. Was ich deswegen auch nicht glaube. Ja, und das war der beste Fahrer von Wellspring, also der hat da schon damals richtig verkackt. Ich habe das leider nicht aufgenommen, wo ich das eigentlich gesagt habe. Aber ich habe das vergessen. Ich habe das halt dann zwischenzeitlich gemacht. Ich habe dann vorne den Stoßfänger bekommen zu dem Auto. Oh, her mit der Karre hier. Du hast mich geschlagen? Muss was Falsches gegessen haben. Irgendwas hat mir den Magen verdreht. Naja, hier sind die Schlüssel. Der Wagen steht in deiner Garage. Aber ich werde mir einen neuen besorgen. Und dann kannst du was erleben. Wart's nur ab. Ich werde hier beim nächsten Mal abziehen, Freak. Bei Sparky findest du alles, was du brauchst. Oh, zeig mal her hier. Hast du denn im Angebot? Was genau suchst du denn? Pulswaffen für das Auto. Uiuiui. So, kann ich mir irgendwas leisten hier? Natürlich nichts. Wie soll doch anders sein? Das Motiv, aha. Allein das Reifen-Upgrade ist schon
extrem teuer. Wir sehen uns. Das war ein fettes Rennen. Naja, komm, dann gehen wir mal kurz hier ein paar Autorennen veranstalten. Ich brauche unbedingt das neue Fahrzeug. Brauchst du den Geschwindigkeitsrausch? Rennen sind in dieser Stadt sehr wichtig. Die zähesten und besten Fahrer ernten den meisten Respekt. Wenn du dich nicht zu dumm anstellst, lässt Redstone dich vielleicht für ihn fahren. Willst du dein Glück auf der Strecke versuchen? Road Rage, ah ja. Meteoritengrader Zeitfahren. Sei Kompromiss. Kompromisslos, wollte sie bestimmt sagen. Willkommen, Rennsportfreunde! Heute erwartet euch. Na, könnte ein bisschen schwierig werden, gerade wenn da viele Kurven sind. Oh mein Gott. Hallo? Ja. Okay. Ja, das wird wahrscheinlich nichts. Ich muss ja 3 Runden fahren und ich habe irgendwie noch nicht so das Gefühl, dass sowas wird. Denn ich habe nur 1 Minute 40 Zeit. Mann. Okay. Jetzt stelle ich mir natürlich extremst breit an. Eine Minute 40, das schaffe ich dann nie im Leben, ey. Oh mein Gott. Jetzt habe ich erst Runde 3 angefangen, sehe ich das richtig? Wollte mich da verarschen. Oh mein Gott. Okay. So viel dazu, aber dann kann ich jetzt mal gucken, wo führt denn diese Rampe hin? Dann muss doch irgendwie sinnvoll möglich sein, das Ding auszunutzen. Okay, hätte ich mich nicht so breit angestellt beim Fahren, dann hätte das auch problemlos funktioniert, glaube ich. Also was heißt problemlos, aber zumindest innerhalb der Zeit. Aber lass mal die Scheißrampe weg. Muss ja auch so gehen. Na, sieht doch zumindest gar nicht so schlecht aus, glaube ich zumindest. Könnte funktionieren. Schade. Ich will es gerade mal einsammeln, aber da bin ich halt leider vorbeigeschlittert. Aber ich glaube, ich brauche es auch nicht. Oh mein Gott. Ja, das ist jetzt, bin ja schon gleich auf der Zielgeraden. Ziel hier und dann haben wir das auch schon erledigt. Ja, easy. 15 Rennscheine ist natürlich nicht so schlecht, aber da brauchen wir eine ganze Menge. Ich muss die Karriere von Grund auf neu ausrüsten. Den ganzen Tag rennen. Viel Glück.
Warum zum Henker stehe ich immer ganz hinten? Oh Mann. Naja, überschlag dich mal. Ist ja schon ein bisschen beschissen ausgeschaltet, muss ich ganz ehrlich sagen. Schön die Minen hinbauen. Aber ich glaube nicht, dass es irgendwas bringt. Uiuiui. Oh, die Sau. Ist aber vorbeigezogen. Na, dann doch mal mit Turbo fahren. Habe ich mich ein bisschen einlullen lassen, davon, dass er so langsam gefahren ist. Aber soll er trotzdem zum Sieg reichen, wenn ich hier nicht gleich irgendwie völlig Mist baue? Ja, war doch zwischenzeitlich mal knapp, aber am Ende dann halt doch relativ eindeutig. Ich bin ja mit ziemlich großem Vorsprung angekommen. Bist du auf der Suche nach einem Rennen? Raketenrallye. Mhm. Sei kompromisslos. Kompromisslos, natürlich. Hallo Rennsportfreunde, ist heute nicht ein herrlicher Tag? Mit Sprüngen erreichst du ferne Rallye-Punkte früher. Ja. Boah, Schweine. Okay, ich glaube, jetzt zockt er mich erstmal richtig. Oh, Alter. Ich mach richtig ab. Das wird kein einfaches Rennen. Die sind mir zu verteilt hier, die Gegner, als dass ich irgendwie sinnvoll sammeln könnte. Okay, jetzt hier runter. Nein, verdammt. Oh, jetzt schnell hier hoch. Boah, Sau. Na, das wird, glaube ich, nix. Na, die fahren aber auch echt alle scheiße verteilt rum, ey. Verdammt. War da nicht der Richtige, der da hinten noch eingesammelt hat? Naja, wir probieren es nochmal. 10 Rennscheine haben wir schon mal sicher.
Arschloch. Ich habe irgendwie noch nichts eingesammelt. Natürlich total extrem. Scheiße ist. Das ist ja schon wieder da hinten. Das ist unglaublich. Ja, die sind alle extrem verteilt. Das geht so nicht. Ich blicke überhaupt nicht mehr durch, ey. Nur nach Explosionen. Ja, die sind echt scheiße verteilt. Die Gegner. Das wird so auch nichts. Komm. Das Schlimme ist ja, es sammelt ja immer der gleiche das Zeug ein. Kann ich irgendwie sich ein bisschen verteilen? Der fährt jetzt da hinten hin, dann kann ich das hier einsammeln. Na, die Schweine haben mich vorher geknallt. Ja, ich glaube, das war der Sieg. Wie auch noch Dritter geworden, ist ja unglaublich. Ist ja echt nicht so einfach, das Rennen. Shit. Ach, Mann, ey. Bastard. Wieso zum Henker steht der schon hier hinten und wartet? Doch nicht wahr hier. Huiuiui, das war am Ende noch mal ein bisschen knapp hier. Aber wir haben es geschafft. So, dann war es das auch schon mit der Aufnahme. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich werde mal offscreen noch ein paar Rennen fahren. Ist jetzt nicht so spannend beim Zuschauen. Ja, um den Monarch ein bisschen auszurüsten. Ich brauche den ja für draußen. Ja, ich würde sagen, einfach beim nächsten Mal einschalten. Dann haben wir hoffentlich ein neues, gut ausgestattetes Auto. Und können dann raus aus Subway Town. Ich freue mich auf euch und beim nächsten Mal einfach
einschalten. Bis dann, einen schönen Tag und ciao, ciao.